Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, gerade nach dieser Rede ist es wichtig, noch mal sachlich Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Punkt in dem Gesetzentwurf zu lenken, nämlich auf die Klarstellung des Strafrechts bei Hasskriminalität gegen Frauen und gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche, kurz queere Menschen. Denn Deutschland hat leider ein Problem mit Hasskriminalität in diesem Bereich. Bei der Gleichberechtigung und Akzeptanz und Sichtbarkeit sind queere Menschen zwar weit gekommen, aber jeden Tag werden in Deutschland statistisch 3 bis 4 Menschen angegriffen, weil sie lieben, wie sie lieben oder weil sie sind, wie sie sind. Jeden Tag Beleidigungen, Bedrohungen, Beschimpfungen oder sogar Gewalttaten. Und das sind nur die Taten, die auch angezeigt und ordentlich registriert werden. Die Dunkelziffer ist leider deutlich höher, denn viele queere Menschen gehen nicht zur Polizei, weil sie es gewohnt sind, beschimpft zu werden, oder weil sie glauben, das sei nicht schlimm genug für eine Anzeige, oder weil viele auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Aus Angst, dass ihnen etwas passieren könnte, vermeiden es zudem viele im Alltag offen aufzutreten. Und bis heute kenne auch ich persönlich das Gefühl der Angst, wenn ich meinen Mann in der Öffentlichkeit küsse, wenn wir Hand in Hand durch die Straßen gehen. Denn diese harmlosen Gesten können dazu führen, im nächsten Moment beleidigt, bedroht, bespuckt oder sogar zusammengeschlagen zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal mit einem gängigen Vorurteil aufräumen, das leider sehr oft bemüht wird. Die Mehrheit der Täterinnen und Täter ist keiner extremistischen Ideologie zuzuordnen. Sie sind schlicht homo- oder transfeindlich. Am zweithäufigsten werden diese Taten allerdings dann als politisch motivierte Kriminalität von rechts eingestuft. Und dann folgen Taten aus dem Bereich der religiösen oder der ausländischen Ideologie. Und was mir wichtig ist, egal von wem diese Taten ausgehen, diejenigen, die queere Menschen bekämpfen, die sie mobben, beschimpfen oder angreifen, die müssen mit der vollen Härte des Strafrechts rechnen. Und deswegen ist auch dieser Gesetzentwurf so wichtig, denn wir machen damit deutlich, dass Hasstaten und Gewalt gegen queere Menschen menschenverachtende Straftaten sind. Und damit werden eben diese Motive in Gerichtsverfahren eher strafverschärfend einbezogen und besser geahndet, weil die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen schon frühzeitig solche Motive aufzuklären und zu berücksichtigen hat. Und wir signalisieren damit auch als Gesetzgeber den Opfern, dass wir die Gewalt gegen sie ernst nehmen und dass wir sie dabei nicht alleine lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme zum Schluss. Vielen Dank, Herr Justizminister Buschmann, für diesen Gesetzentwurf. Und ich hoffe, dass wir ihn zügig im Bundestag beraten und beschließen können. Denn, und das ist mir wichtig, Demokratie bedeutet halt eben auch, dass alle Menschen verschieden sein können, aber gleich an Rechten und Würde und dass sie vor allem offen und sicher in dieser Gesellschaft leben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Clara Bünger, Fraktion Die Linke.